Hört, hört! Es war einmal im Jahre 2017 in einem weit entfernten Lande namens Faerûn eine Gruppe mutiger Helden, die sich aufmachten, die Dungeons von Neverwinter nackt und ohne Ausrüstung zu bestreiten. Ihre Paraderösser trugen sie durch finstere Burgen, feurige Drachenhöhlen und tiefe Zwergenminen. Viel Zeit verstrich, seit die wagemutige Truppe sich aufmachte, zu zeigen, dass es in Neverwinter nicht nur auf Ausrüstung ankam. Doch bei einer Siegesfeier mit viel Bier. Und ich meine sehr viel Bier. Ich meine, sonst würde man wohl kaum auf diese dumme Idee kommen. Beschlossen die Feierabendhelden Lahin, Tibni, Tito, Gwen, Bit und Mr. Cutterfee erneut die alten Gewölbe nackt aufzusuchen. Ohne Rüstung, die sie schützen sollte. Ohne Artefakte oder Gefährten, die sie stärken sollte. Nur ihre Erfahrung über die Katakomben und Türme und ihre Fähigkeiten als eingespieltes Team sollte ausreichen, um das schaurige Böse zu vernichten. Wie damals schon führt sie ihr Weg zuerst nach Charandar, an die Tore von Malabuxburg. Ich würde auf jeden Fall auch die Tanks vorlaufen lassen. Die Tanks? Okay, das ist völlig Wurst. Ich könnte mal aufhören, so fallt. Ich weiß nicht, was ihr macht. Wieso fallt ihr denn die ganze Zeit hin? Also, mit dem Umskalieren haben sie dieses Ding komplett kaputt gemacht. Oh mein Gott! Wie zu erwarten war, waren die Feinde in den Jahren durch das Wirken von Halaster deutlich stärker geworden. Und unsere leichtsinnigen Helden hatten keine Chance. Doch davon ließen sich unsere Recken nicht entmutigen. Sie beschlossen, noch etwas früher in ihre Geschichte der Heldenwerdung zurückzugehen. Ihr wisst schon, kurz nachdem man fertig damit war, Ratten in Tavernenkellern für eine warme Suppe zu töten, die vermutlich aus den Ratten gemacht war. Beginnend beim Mantelturm stürmten sie nackt durch die Gewölbe der Lande und trugen nur jene Ausrüstung, die sie bei diesem Vorhaben fanden. So sattelt auf und begleitet unsere sturköpfige Truppe und bei diesem Weg. Oder? Ja, natürlich. Wir fangen natürlich mit Malabuxburg an. So, erstmal wieder ausziehen, bitte. Wir fangen wieder mit Malabuxburg an. Scheiße. Bis wir es schaffen. Kann das jemand mit dem Ausziehen, kann das bitte jemand anders sagen? Wieso? Ausziehen. Bitte. Zieh dich bitte aus. Ah, ja. Hey, Bitch, würdest du dich bitte für mich ausziehen? Hey, Bitch, würdest du dich bitte für mich ausziehen? Oh, es beginnt super. So, wie war das? Tanks zuerst? Tanks gehen vor. Warte mal, bist du bei mir in der Gruppe? Was? Was? Dann habe ich bei mir nicht blau. Ja. Muss noch was trinken. Ah, es passt schon. Oh mein Gott. Aber wenn du mit 12.000 Gearscore nicht sterben. Oh. Oh Gott, ich heile so wenig. Hast du mir das Holzschwert ausgerüstet? Das ist eine gute Waffe. Kann ich jedem nur empfehlen. Tom oder so. Ultimate Challenge. Das beste Slot. Ja, wer weiß, wie das nach dem nächsten Mod das wär's. Sein wird. Warte, ich möchte meine Reittierkraft ausprobieren. Kamehameha! Warte mal, 4 ist das. Woo! Oh, ouch. Das war ich. Ich hab euch. Macht offensichtlich Schaden an anderen auch. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Ich auch nicht. Also es geht, uns fehlt einfach der Schaden. Na gut, mit besserem Equipment geht es auch besser. Ja. Also Schaden haben wir alle genug. Oh. Sonst würden wir das nicht machen. Das ist wohl wahr. Also, die Gruppe des Verderbens, Tanks vor. Ja genau, das war... Lohnt sich das ja sogar eine Daily zu zünden. Zünd den Knaller! Irre! Wow! Fuck! Aua!
Au! Hm. Au! Oh, ich hab keine Rüstung. Ich hab keine Seelengeschmiedete. Alle releasen. Nochmal. Mann, war das ein schwerer Boss. Ja, man braucht also immer wirklich Leute für den Endboss, ne? Oh, guck mal, die kommen uns entgegen. Achtung, die kommen schon. Hallo? Dann haben wir jetzt nicht so weit zum Feuer, ist doch gut. Das ist gut, ja. Ah, es wird brauchen das Feuer. Nicht lustig, Nils, nicht lustig. Wie war das jetzt mit den Begleitern? Ja, was mit den? Weißen darfst du drin haben. Auf Weißen oder den Ministrell? Weil die beiden hat man durch die Quests. Ministrell gab's durch die Quests? Irgendwann gab's ja. Ja. Durch diese Kiste, durch diese Aufstiegskiste. Und vorher durch die... Nein, du die konntest ja neben... welche aussuchen. Genau, am Anfang konntest du dir einen Weißen aussuchen. Genau. Und dann konntest du... Hast du irgendwie durch irgendeine Kistenfest-Taste nochmal, oder Kistenfest-Kiste, wie auch immer, hast du nochmal den Ministrell bekommen. Nicht sterben! Ja, ich versuch's. Oh, nicht sterben, ich... Heiler down! Heiler down, Heiler down. Heiler steht. Dankeschön. Was macht denn der Tank? War tot. Der Tank kriegt die Aggro nicht gehalten. Da fehlt irgendwie so ein Ring. What? Mir fehlt ein bisschen die Göttlichkeit gerade. Wir müssen unsere Feuerkraft auf einen konzentrieren, sonst wird es nichts. Ja, ich glaube auch. Wir nehmen vorne den Hever, der mit dem wenigsten Leben als allererstes. Gott, ey, wie du diese Gruppe sonst einfach wegschnitzelst. Ah, die alte Mantil? Ja, mir fehlt leider die Göttlichkeit. Alte Mantil, der Pickup. Von Leibniz. Me too. Oh oh. Hebe Heiler. Ja. Achso, okay. Hast du. Komm her. Er ist durchgefallen. Ich heb den Tank. Ich hab einfach keine Göttlichkeit gerade. Das ist mein Problem. Weil der Kampf so lange geht wie ein Bosskampf. Wie Sariel. Vielleicht, weil du so lässt. Au, 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 au. Okay, ich muss glaube ich. Warte. Ich mach's anders. Dann gehen wir den harten Weg. Ich glaub, ich benutze wieder Tränke. Ich muss das so gerne machen. Oh, hier war der zweite. Ich release mich mal kurz, ich bin gleich wieder da. Der zweite liegt, der dritte liegt. Oh, der letzte noch. Hey, Mann, zwei. Also, eine Gruppe tot, 20 noch vor uns. Du hast das drauf, für den ersten Boss. Wenn es denn nur 20 wären. Hm? Ich muss gerade mal meine Heiltränke austauschen. Oh ja. Habe ich noch welche? Ja, habe ich noch. Ja, sobald ihr eure Pakete aufmacht, habt ihr welche für die Reroll-Tokens. Genau. Und sonst, ich habe glaube noch irgendwo zwei Stacks rumliegen. Wenn das jemand braucht. Braucht jemand Heiltränke, die großen? Leute, das war aber nicht die ganze Gruppe, ne? Du hast es drauf, Leute, erlebt noch was! Wollt ihr denn nicht mehr mit Totenköpfe wegmachen? Nein, wir greifen jetzt weiter an. Attacke! Okay. Attacke, der Heiler. Ich muss mich nur wieder daran gewöhnen, dass das harte Kämpfe ist. Oh Gott. Der Sturmschamane haut aber auch raus. Denk doch. Kleingruscht oder Sturmschamane? Wenn Welker da ist, bitte den Welker. Okay, dann als erstes. Sieht jemand Welker zwischendrin? Ich hab gerade ganz andere Probleme. Okay, so Existenzprobleme. Nee, es sind keine Welker zwischendrin. Ey, aber so ist es echt hart, wie dieses Scaling einen noch weniger gut macht als davor. Ich meine, ich hatte in der PE. Irgendwie mehr Leben als hier. Oh, was ist denn hier los? Wir brauchen mehr Tanks. Okay. Was ist das denn? Scheitern wir wirklich am ersten Dungeon? Also gut, damals gab es keine Bindungsrunensteine.
Man kriegt auch keine, oder? Du kriegst keine, ne. Nils, was hast du vor? Nichts. Wollen wir es nochmal probieren? Ja. Weiter geht's. Tanks vor! Feuerkraft auf die kleinen Viecher konzentrieren. Ich versuche mal den großen ein bisschen rauszuziehen. Irgendwie kommen nur kleine. Benutzt eure Tränke großzügig. Herr Kaninchen, bitte nicht so weit weglaufen. Ah! Hier passieren Dinge. Atavariel? Ja? Ich glaube, der erste Kommentar unter den Videos wird sein, ihr seid doch gar nicht wirklich nackt gelaufen. Ihr habt doch bla 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 bla. Das ist wohl wahr und trotzdem bin ich schon wieder gefallen. Bist du? Zweiter Kommentar, ihr Kacknoobs. Nein, nein, der erste ist erster. Ja. Ach so, ja. Ja, wie war das denn da nie? Auf Feuerkraft auf die Riesenseele. Die ist fast tot. Ja, wir sind auch alle fast tot. Ja. Jetzt, um genau zu sein. Ja. Wow. Lass uns mal Valindra versuchen. Lass uns mal Valindra versuchen. Okay. Ausziehen? Ausziehen. 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 Ich muss ja auch mal sagen, ne, mein Wolfi ist ja auch noch Level 1. Der arme Kleine kann ja noch nichts. Was ist jetzt eigentlich, wenn mein Begleiter ein Level macht? Einfach leveln. Wenn das also ich kann jetzt die Ausbildung beginnen. Ja, aber dann hast du jetzt nicht mehr. Ja, weg. Eben. Also ich meine, das kannst du dann zwischendurch machen, sozusagen. Mein Estrell müsste Level 25 sein. Mein Alkoholpegel ist noch unter 0,1. Oh. Ich hätte auch irgendwie gern so eine stylische Tür, ich weiß auch nicht. Tür? Die Tür! Achso! Es ging jetzt gerade um Valindra. Achso, du meinst das Blatt, was du auf dem Rücken hast, oder was? Ja, jetzt in der Hand. Leute, macht auf einen erstmal, ne? Ja, wir nehmen den Dicken als erstes. Also nicht mich, sondern den anderen. Ich wollte gerade fragen, welchen. Ich glaube, der haut aber irgendwas noch auf unseren Heiler drauf. Ein bisschen. Das muss der abkönnen. Ja. Ich versuche gerade Göttlichkeit zu sparen. War das? Box ihm ins Gesicht. Genau, box ihm ins Gesicht. Aber das ist irgendwie schon mal angenehmer als... Scheiß nicht. Wir sollten. Bits, bist du auf Multi oder auf Single Target? Ich bin auf. Okay. Single Target. Dann wechsle ich jetzt. Ja, kann man das überhaupt sagen mit den Klamotten? Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Okay, nee, weil dann wechsle ich jetzt auch noch auf Single-Target, dann picken wir uns jetzt einzeln Gegner raus und machen so weiter, weil ich glaube, das hat die höchste Erfolgschance. Weil bis wir die Gruppe runtergebrechen. Oh mein Gott, da ist der explodiert. Leute, wir sind direkt am Lagerfeuer releasen. Ja, ich weiß nicht, ob das zählt, weil das mitten im Kampf... das Lagerfeuer zählt in Zauberpest auf. Okay. Das ist wie Todzergen, das geht. Die Zerg hat die beste Taktik. Zerglinge produzieren. Das Überleben. Produziert mehr Zerglinge. Die heilen sich, die Schweine. Das hab ich auch gerade gedacht. Das ist unfair. Ja. Rest 0 Cooldown. Gott, ich habe mich noch nie nach Allianzschutzausrüstung gesehen. Also, ja, stimmt. Oh, deswegen, wenn wir das hinkriegen, kriegen wir ja schon mal wenigstens ein, zwei. Oh Gott, habe ich noch Valindra-Schlüssel? Woher willst du Valindra-Schlüssel haben? Das
Naja, die Kampagne, davon kann man ja ausgehen, dass die Leute da ja mal was gemacht haben, ne? Wir haben ja auch die See. Oder haben wir dieses gerade eben besiegt? Die spawnen, da ist ein Camp. Die spawnen nämlich aber, glaube ich, wirklich. Das war dann wohl der DPS-Check. Haben wir gewonnen? Nein! Antwort ist nein. Ich glaube irgendwie nicht. Irgendwie laufen wir so ein bisschen wild durcheinander her. Nee, wir hauen immer auf den gleichen drauf. Das ist wichtig. Damage-Dealer müssen den Schaden konzentriert auf einen und so drüber arbeiten. Ja, ja, aber die anderen, also ich meine die Mobs auch, die laufen wild durcheinander. Ja, weil ein Teil mir folgt und... Nichts auf den Helden. Also wenn ich hier stehen bleib, dann bleibt ihr auch stehen, aber nicht mehr lebendig. Hier ist ein Händler. Sie schlagen so schnell zu, dass die Leichenstarre instant einsetzt. Ja, den habe ich versehentlich gesetzt eben, glaube ich. Nee, da steht aus Prinzip ein Händler. Ja, so, der ist super. Der ist richtig gut, der Händler. Der hat so einen geilen Dialog. Echt? Ja, mit dem müsst ihr mal reden. Der ist so toll. Gerade keine Zeit zum Reden. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ach, Heilkreis, Heilkreis. Ich mach mal in den Heilkreis, mach ich mal dann meine Daily. Mach deine Daily. Sind den Knaller. Wisst ihr, was Bonbons ganz gibt's dann wäre? Später. Wenn wir ein CW dabei hätten. Na. Ah, so ein richtig schönen Crowd-Controller. Jetzt hat leider gerade spontan keiner da. Habe ich nie in der Tasche. Ja, also das Ding ist, ich hätte zwar einen und könnte mir jetzt tanken, aber der müsste halt wirklich nackt laufen, weil der hat die Low-Ausrüstung halt nicht. Ja, aber wenn wir das nächste Mal machen, überlegen wir uns taktisch, was wir für die Gruppe brauchen, weil es nicht mehr so leicht ist wie früher. Wir gucken uns das mal mit dem nächsten Update nochmal an und vielleicht machen wir das ja nochmal. Ja. Das ist eine coole Idee. Und dann stellen wir aber auch die Gruppe taktisch auf. Ja. Ich bin ja gar nicht Tank. Ja, war schon ein bisschen süß gerade. Ich habe mich schon gefragt, was das soll, dass du da reinrennst wie ein großer. Ich habe eigentlich auf den Ausruf Leroy Jenkins gewartet. Well, it's a lot better than we usually do. Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Ich bin ein Tank mit einem massiven Akro-Problem. Ja, irgendwie. Ich habe eine Tür! Ich habe eine Tür und ich werde sie benutzen, oder wie? Alter. Ich habe keine Tür, ich habe sie auch nicht benutzt. Die hauen dich so schnell nieder. Aber vor allem ich durch den Schild, das ist so hart. Au. Auch neues Schwert, ich mache keinen Schaden. Au. Also wir müssen Vicky auf jeden Fall wieder aufheben, die macht den meisten Schaden. Sehr gut. Komisch, ist aber so. Ja, diese Kleriker halt. Das sind halt die besten Klassen. Ja, Punkt. Wir können alles. Ja. Aber ist so teuer. Wer klaut hier eigentlich die Aggro? Ich habe noch gar nicht geguckt. Also du! Sehr gut, siehst du, Kleriker können alles. Hast du ein Schild? Ich hab Schild der Ignoranz, reicht das? Oh. Vicky, geh mal einen Schritt zurück. Oh ja, danke. Okay, also nochmal. Bitte, wir nehmen den linken. Okay, vergiss es, den siehst den du. Den linken Haufen, oder? Just asking. Achso. Nehmt am besten erstmal die keine Aggro auf mich haben. Okay. Ja, das wechselt so schnell. Ja, schon, ich sehe gerade, ich habe ganz viel Aggro. Ja, die sind aber, das ist aber generell irgendwie auch früher immer so gewesen, dass der Heiler immer ganz viel Aggro hatte. Ja. Ich muss mal gleich mal gucken, vielleicht habe ich irgendwas, dass ich weniger Aggro erzeuge. Ein Talent muss ich haben. Ja, das, was Göttlichkeit generiert. Okay,
erster Skill nochmal. Ja, das hab ich immer dabei, aber das ist ja immer nur kurzfristig und deswegen, ich hätte gerne was auch ein bisschen längerfristig funktioniert. Ich glaube, das gibt's nicht. Da gibt's, glaube ich, mit maximalen Pet. Gibt's nicht mehr. Das gab's mal früher im alten Pferd. Aber. Okay. Alles ändern sie. Warte. Machen wir den Mimiker? Ja, oder? Ja, wir müssen. Hier ist doch auch noch eine Kiste. Kiste. Hier ist vor allen Dingen auch ein Lagerfeuer. Kiste. Das ist das erste Lagerfeuer. Jetzt redet mal mit dem Händler. Das Lagerfeuer kenne ich gar nicht. Doch, das ist das gleiche wie am Anfang. Hallo Händler. Redet mit ihm, der ist super. Fürchtet mich, Sterbliche, denn ich habe Angebote, die euch. Ich wollte gerade sagen, hier war ich auch noch nie, aber wir sind gerade im Kreis gelaufen. Nun ja, ihr habt alle meine Kunden vergrault. Vielleicht können wir ins Geschäft kommen. Der ist cool. Geil! Der ist klasse. Ich finde, daran merkt. Sowas sollten die heute mal wieder machen. Genau, und daran merkt man, dass das damals echt noch ein ganz anderes Team war, die viel mehr Liebe zum Detail hatten. Ja. Das ist herrlich. Den Kurzweg kannte ich gar nicht. Den nutzt man auch sonst nicht. Ich bin gerade ganz entsetzt, dass ich manche Dinge halt einfach nicht kenne. Ja, wir entdecken die Dungeons völlig neu, ne? Ja. Als erstes den linken. Ja, ich gehe mal mit dem anderen weg. Wo gehst du denn hin? Der tut richtig weh. Nicht im Rot stehen bleiben bei denen. Nicht im Rot stehen, Gwen. Ja, wenn der mich so einsaugt, kann ich... Die Tür hat gehalten. War schon, kommt der nächste. Nein. Ich habe mir gerade gedacht, hey, ich muss darauf aufpassen, dass ich nur 25 Fuß am Gegner dran stehe. Ich habe den Kopf nicht an. Nein, die Füße. Der Kopf ist die Ausdauer. Also, Atta, ich weiß nicht, was du machst. Du heilst zu viel, glaube ich. Ja. Mimika? Ich habe Mimika. Sammeln für den Mimika. Achtung, ich hole den Mimika. Und direkt auf die Lootfingerkönigin. Ja. Direkt auf Arta. Ja, wie immer. Nein. Nee, direkt auf Vicky. Der weiß halt, wo das hingeht gleich. Vor allem, ich hoffe, dass der Ausrüstung dabei. Das hoffe ich auch ein bisschen. Wieso auf Arta? Ich habe die Scheißkiste aufgemacht. Tja. Also ich mach 300 bis 400 Schaden pro Hit. Ein Ring! Sie zu knechten. Nein! Nix. Sie ins Gesicht zu schlagen. Ey. Atta, ja. Warte mal. Ja. Atta, Vicky, kann das einer von euch brauchen? Ich glaube für beide, oder? Oh ja. Ich glaube, bei Vicky ist es besser aufgehoben wegen Schaden, oder? Wegen Kraft und Crit? Ich glaube, das klingt eher nach etwas, was ein Damage Dealer gerade erstmal bräuchte. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Egal was, ich nehme alles. Gib's mir. Du kannst nicht benutzen. Alles, was ich benutzen kann. Zum Glück werfe ich damit nach dem Gegner, das geht auch. Den Ring hat Bit gekriegt. Mhm. Oh. Ja, ich habe auch noch keine Ringe. Ich auch noch nicht. Ich hab nur einen. Wenn nichts Sinnvolles. Ja, wenigstens. Oh nein, ich hab Akku. Oh Gott. Warum auch immer. Los! Jetzt müssen wir das Problem ist, wir müssen die Portale schließen, weil da kommen immer. Wie sagst du den Portalen? Rechtes Portal. Was sagt Jim immer? Da kommen allerlei Sorten von Übel hervor. K-
keine Ahnung, aufs rechte Portal, Vollgas. Oh nein, es ist, Alter, die Hölle auf Erden bricht vor. Ich hab grad PTSD, Vietnam-Flashback. Ich hab den Releasen. Oh, früher, ganz, ganz früher, gab es eine Zeit, wo das gleiche Problem, was jetzt Anne und ich haben mit der Agro, gab's früher auch schon mal. Das ist ja ein altes Problem. Und in Mount Hote, nicht Mount Hotenau, in Helm's Klamm und in diesem Special Dungeon, den es dazu gab, oder gibt, in diesem, zu den Waffen, gab's da Phasen, wo diese Teufelchen da sind und die sind immer mir hinterhergelaufen und ich bin einfach irgendwann, wenn ich kein Ausweichen mehr hatte, panisch umhergelaufen und Firunia, mit der ich das damals gespielt habe, die hat einen Trickster-Schurken gespielt, die sie ja unsichtbar machen konnte und die hat sich vor Lachen nicht mehr einbekommen, weil ich einfach panisch schreiend im Kreis gelaufen bin die ganze Zeit, eine Horde Teufelchen mir, hinter mir her und ich konnte nichts tun und genau das habe ich gerade wieder gehabt, dieses Spiel. So, wir gehen jetzt instant auf das rechte Portal. Aufs rechte Portal. Sobald Bit da ist, der noch nicht da ist. Au. Oh, das ist sogar noch angeknackst. Haut drauf, haut drauf, haut drauf, Leute. Oh, wir können es runter sorgen. Sorgen. Süß. Ja. Oh mein Gott. Wir schicken einfach so lang einzelne Leute von uns dagegen, bis es stirbt. Eins nach hinten fallen lassen aufs nächste. Ich hätte jetzt gesagt, das hier vorne, aber okay. Ich hab keinen. Teufelchen! Mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Release der nächste Angriff. Sammel für die dritte Welle. Diese Teufelchen machen mich fertig. Wollte ich noch den ersten Boss. Oh, ich freue mich auf Valendra am Ende. Oh ja, das wird super. Ich würde sagen, Turms schließen. Also wir nehmen jetzt dieses linke Portal zwischen den beiden Vollidioten da. Ja, okay. Nimm du mal die beiden Vollidioten. Da kommen sie später. Ah, what the fuck? Die Legion haben einfach straight auf mich geschaut. Mich einfach umgebracht. Mit einem Schlag. Guck, in Ravenloft müssen wir dafür einen neuen Charakter entwickeln. Ja. Wir ging das noch so damals. Also ich glaube, wir machen echt eine immer wellenweise die Teile kaputt. Was ist denn hier los? So, und dann habt ihr mich drauf. Ich glaube, die haben was gegen dich. Oh, okay. Ich glaube, neue Welle. Ja. Ja, genau. So. Pit, wo du vorhin gemeint hast, du wirst einfach nach dem. Du hast ja auch mal gedient, ne? Oder? Überall, aber nicht bei Bund. Okay. Bitte den Witz zur P8. 8 Wandschütze und ein tödlicher Wurf. Was? Die P8? War die so zielgenau? Die war schon zielgenau, aber so eine Pistole ist halt nur wirklich effektiv auf so, man sagt, maximal 50 Meter. Es gibt Leute, die können das sicher auf längere Distanz, aber so 50 Meter ist das, was man sagt, da ist effektiv drin, maximal. Und dann sagt man gern 8 Wandschüsse und ein tödlicher Wurf. Bin tot. Ich trau mich gerade nicht überhaupt irgendwas zu machen. In der Sorge, dass. Okay, ja, völlig wurscht. Ich hab einen Schlag auf den Weg. Das funktioniert nicht. Ja, das ist einfach doch, das funktioniert einfach so viel. Wir müssen das wirklich einfach gerade durchzeigen. Ja. Die Monster, die normalen Wellen kriegen wir ja hin. Diese normalen Monster kriegen wir nur, wenn da einfach 100 Gegner spawnen. Ich glaube, wir müssen. Fürs nächste Mal wechselt Nils auf Tank und ich nehme meinen CW. Ich glaube, wir brauchen Price Control. Wir hatten das letzte Mal auch mehr CWs dabei. Zwei sogar. Ich glaube, dass Price Control hier tatsächlich was bringen kann. Ausnahmsweise, sonst ist das Spiel ja total überflüssig. Ja. Ja, weil die Crowds halt nicht mehr. Also du hast halt High Damage Gegner zwischendrin, aber dieses Crowd-mäßige brauchst du gar nicht mehr. Ja, außer halt gar nicht. Tor down. Jetzt Ads oder was? Jetzt gibt noch welche. Gib noch mal eins. Komm, Alter. Das ist wirklich die Moment, wo ich Aggro habe, bin ich tot. Das geht mir geht. Ihr schafft das, Leute. Okay. Noch einen Angriff, dann haben wir das. Nein, dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Angriff für die Ads. Ja, komm, Release. Aber von den Ads stehen dann ja nur noch zwei da. Wenn alle Portale tot sind, insofern. Cue the music! Und dann Valindra ist so ein ganz neuer Kämpfer. Ja, ne? So, dann denkt euch schon mal eine Taktik aus für Valindra. Das gleiche. Ich glaube, wir müssen die Tore schließen. An bei Valindra. Ja, wir müssen definitiv die Dinger schließen. Ja. Weil wir können uns keine von denen erlauben. Lustig wird in der letzten Phase. Nicht runter. Ja. Wir müssen schließen. Die gehen ja mit F zu. Ja, aber die letzte Phase, wenn dann so viele da sind. Dann müssen wir uns aufteilen und beeilen. Ja. Ja, wenn die alle so sind wie die Teufelchen hier oder wie diese Legionsteufel? Die sind schlimmer. Schlimmer als Teufelchen? Ja. Es gibt nicht, ganz ehrlich, es gibt keinen schlimmeren Gegner als Teufelchen. Ja. Doch, Großriesen. Nee, das ist. Alter, ich werde dich jetzt wieder haben, die Albträume, die nächsten paar Jahre. Ich habe gerade mit Therapie es geschafft, in den letzten Jahren mich davon zu verzweilen. Wir sind eh wieder schuld, dass die alten Wunden wieder aufgerissen werden. Wo gehen Kaninchen zur Therapie? Kaninchentherapeuten.
Nein, ich vergangene Eisbewältigung. Ja, das ist so gewollt. Moment, auf dem. Ja, bleib mal da stehen. Daily. Oder liegen, ja, oder? Liegen stehen. Ich hab jetzt beide gesagt, ich nehme alles, aber. Ich glaube, ich muss was umstellen. Ich glaube, dass das heilende Wort vielleicht gar nicht so viel bringt. Jetzt vielleicht nicht mehr, ne? Ja, weil er lebt nicht lange genug, dass er den Healing over Time abbekommen könnte. Dass er irgendwas. Ja, der Kreis ist rot. Ich believe. Das ist nicht mehr viel, was lebt. Nein. Anne, los, wir stehen. Weniger stehen, mehr laufen. Lauf. Ich renn auch schon, ich hab kurze Beine. 4, 3, 2, 1. Genießen. Lauf, Vicky. Ich laufe. Vor allem Vicky ist wirklich mein Dede. Aber wirklich? Mit Abstand und ohne Nachverfolgung. Das ist echt hart. Vicky, wie machst du das? Das ist echt der Kleriker ist echt hart drauf. Boah, mir ist richtig ja, muss halt nicht in die Roten rein, ne? Ja. Guter Vorteil hier jetzt. Ja, Fernkämpfer ist halt. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, hier ist ein CW sinnvoll. Da hätte ich aber jetzt auch nicht dran gedacht, irgendwie. Bevor Nils das gesagt hat. Aber jetzt wird es wieder einfacher. Weil ich meinen CW ja so ein bisschen stiefmütterlich. Also, ich weiß nicht, der ist irgendwie mittlerweile so kaputt. Es geht übrigens weiter. One-Hit. Ich dachte, ihr wart alle da. Ja, wir standen da alle so frisch fröhlich. Fisch? Fisch? Fischfröhlich, Fisch? Genau. Fischfröhlich? Fisch klingt gut. So long and thanks for all the fish. Schatz. Wir haben immer noch Fisch in der Gefriere, den müsste man nur zubereiten. Ja, könnte ich mal machen. Ja. Aber wo ist denn der Konterer? Wir müssen den als erstes tot kriegen, ich sehe nicht mehr. Habe ich eine Daily zwischendrin? Ja, hab ich nicht. Das Problem ist, dass die roten Felder hat man nie eine Daily parat. Ja. Diese riesige roten Zonen. Nein. Nein, das war nix. Schade, ich sagte, ich krieg's noch mit der letzten Sekunde. Die sind echt hart, hey. Das ist echt übel, ja. Aber da ist eine Kiste. Yes! Der ist ein Mimiker. Ach ja, das wäre gut. Kiste. In unerreichbarer Ferne. Hi, Nils. Ich hab mir, glaube ich, selten einen Mimiker gewünscht. Wartet auf den Tank. Glaube. Tank vor. Weil der auch so viel bringt. Nein, nicht du, Schatz. Du machst immer AOE-Aggro. Lass mich. Hast du jetzt eine neue Tank? Was hast du vor? Die Lage auskundschaften, ein Ziel definieren und dann die Leute einzeln totsagen. Das wird nichts, wenn du die angreifst, kommt die ganze Gruppe. Ja. Genau, was nehmen wir als erstes? Den Knight, den Legionteufel? Beschwörer, würde ich sagen. Ja, Beschwörer, ja. Der Beschwörer hat, glaube ich, aber am meisten Leben. Ja, das würde ich aber trotzdem zuerst machen, weil er ist am besten. Ja, aber der spawnt doch auch andere, oder? Ja, eben. Also dann mit Vollgas auf den Beschwörer. Auf 3. 1, 2, okay. Der winkt doch auch schon so schön. Au. Das war ein bisschen so wie der dich hier geschlagen, umgedreht. Das hat jetzt noch einer. Ich glaube, das machen wir noch. Ich glaube, lass uns das einfach nochmal versuchen. Ich war am runterzählen und mich hier haut schon drauf. Ja. 3. Du warst bei der Zahl. Bei einer Zahl. Ja, Vicky, darfst du keine Zahlen sagen. Mach aber mit Buchstaben. Es kam mir 3 entgegengesprungen, die mich einfach direkt umgebracht haben. Und warum kommen wir eigentlich nie bei diesem Lagerfeuer hier vorne raus? Das habe ich mich eben auch schon gefragt. So, also, Attacke. Ich hole uns mal ein größeres Kampfgebiet. Ja, genau, daran liegt es. Einfach viel zu eng. Und wir haben die Möglichkeit, den roten Zonen auszuweichen. Dieser großen roten Zone damit auszuweichen. Heil ich mich. Jetzt wohnt ja die hier hin. Da ist ein Imp.
Lass mich noch einmal in Ruhe. Ich mach das Teufelchen noch ab. Du und die Teufelchen. Ihr habt mich geheilt! Hm? Vielleicht war es mein kleiner Kleber. Du stirbst, Beschwörer. Fall um. Ja, Beschwörer, nee, doch. Doch. Ja, er ist tot. Sehr gut. So, jetzt. Nehmen wir den Ritter. Oder heben den Tank auf. Tank auf jeden Fall. Den Heiler. Oder den Heiler. Oder die. Sucht euch wen aus, es ist genug da, es ist genug für alle da. Oh mein Gott. Okay, Daily. Ach, was denken sich über das halbe Schlachtfeld chargen die einen tot? Das ist doch nicht normal, was hier passiert. Was ist denn los? Ich darf aber auch echt nicht stehen bleiben. In der Sekunde, wo ich mich nicht mehr bewege, bin ich tot. Ich fand's nett, dass er gewartet hat, bis ich dich wiederbelebt habe und dann hat er mich einfach mit einem Schlag totgehauen. So, bist du fertig? Gut, jetzt bumm. Sehr höflich, fand ich, sehr höflich. Welche Reittierkraft haben wir jetzt nochmal mit drin? Bezürzende Erlösung, oder wie das hieß? Explosive Befriedigung. Genau. Nein, exklusive Befriedigung, ja. Yay. Da ist die englische Variante deutlich besser formuliert worden. Wie heißt sie denn? Explosive Equalizer. Oh. Ach, soll das... Warte mal, soll das Befriedung heißen und nicht Befriedigung? Das heißt Befriedung! Das ist Befriedigung. Öffne die Truhe. Ich habe nur Befriedigung gelesen. Oh, das ist kein Mimiker. Schade. Die lassen aber auch alle nichts fallen an Ausrüstung, ne? Nee. Das war früher mal irgendwie so, ne? Dass die mal Ausrüstung droppen konnten. Wie wär's, wenn ihr erstmal eure Totenköpfe loslasst? Warte mal, ich spendier mal. Warte, ihr könnt doch einfach zurücklaufen. Hier ist doch gar keine Wand mehr. Hinsieg. Ja, man kann aber auch einfach hier stehen bleiben und in dem Altar. Aber okay. Oh, Altar. Oh ja, den brauche ich. Warte, uns fehlt. Oh nein. Oh Gott, hier kommen die Hunde. Jetzt kommen die Heuler. Da kommen sie schon. Oh Gott. Von uns allen kommen die Heuler jetzt. Oh, guck mal, die kommen. Ah oh, nein, die Beschwörer kommen dazu. Sind das Beschwörer? Nein, das ist nur ein Forum. Alter. Nicht da stehen bleiben, wo die für alle Hunde hinspringen, ne? Was? Ja. Ich dachte. Das gehört so. Das sind ja Tipps, Alter, von Profis. Ihr nicht so freundlichen Viecher. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erstes drauf fahren soll. Mhm. Ich drück mal die 4. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hinrennen soll. Ich glaube, die Hervorrufe sind erstmal wichtig. Ja, mit den Hunden kann ich im Kreis laufen, das geht. Mit den Hunden laufe ich im Kreis. Oh, Daily kommt. Fuck. Bin im Kreis gelaufen, sorry, falsche Formulierung. Oh nö. Ich find's krass, wie viel die Heiltränke eigentlich heilen, ne? Ja. Ja, wir haben ja auch kaum Leben. Ja. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Es ist irgendwie zu wenig Leben. Au. Ich meine, ich habe gerade so 9600 Leben oder so. Och, da kam ein Hund angeflogen. Kommt dein Hündchen geflogen. Wir bauen sie, wo sie auch hinwollen. Die Beschwörer sind noch da! Der Trank macht halt einfach voll. Was? Der Trank macht bei mir die Leiste halt einfach voll. Das sind keine Beschwörer. Ja, Hervorrufer. Beschwören, hervorrufen. Auch nur ein Synonym. Naja, okay.
Ja, also wenn ich etwas beschwöre, dann ist es woanders. Wenn ich etwas hervorrufe, dann war es schon da. So, Katzi, in die Hunde. Was auch immer ihr seid. Oh, meine Ausdauer ist permanent down. Meine Göttlichkeit ist gerade wieder permanent down. Wo kommen denn die Köter her? Ah, da kommen noch mehr. Ach du Heiliger. Oh, seid ihr nicht süß. Es spawnen immer schon zwei Truppen. Ja, die normalerweise hat man die aber so schnell weg, dass es nicht auffällt. Ach, Alter, freu dich gleich. Da sind doch noch mehr um die Ecke, noch mehr Teufelchen. Oh, nein! Au. 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 Ich bleib einfach gleich liegen. Ich geh mal spazieren. Ist vorbei. Nö, geh spazieren, ich will. Die wollen nicht mit dir spazieren gehen. Hast die falsche Leine draußen. So. Nee, alles gut, das war richtig. Krieg dich nicht! Ich hab dich nicht bekommen. Du bist zu weit weggelaufen. Alles gut. Ja, ich kann ja nicht stehen bleiben. Au. Au. Stehen bleiben ist hier ungesund. Ich habe aber auch nur 230k Leben und ihr so? 130. 90. Also ich kann ja auch mal, warte, ich habe eh schon so viele. 0. 100 irgendwas. Wie immer sterben wird's weniger. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mal dafür entschieden, nochmal wieder zu starten. Moment, Daily. Ja, der Weg ist auch sehr kurz. Deswegen. Zieh mal hier in den Kreis. Hier. Wir stehen Boko noch am Leben, da ist schon. Du unfreundlicher Geselle. Hier werde ich die Leviten lesen. Oh! Jetzt geht's aber hier nicht. Was ist denn für eine Ausdrucksweise hier? Wirklich? Okay, ich habe das Gefühl, dass gerade Hunde sich hart mit Teufelchen betteln. Ah, der letzte Beschwörer oder Vorrufer oder was. Ich habe mich vor lauter Lachen vergessen, mich zu bewegen. Au. Sieht ihr von euch recht, der lacht über mein Leid. Oh mein Gott. Alter, wir lachen nicht mit dir, wir lachen über dich. Genau. Wir lachen dich nicht aus, wir lachen dich an. Was heißt, dass diese Explosive irgendwas gar keinen Schaden macht? Ja. Wie soll's denn auch, bitte? Naja, 800 Stärke ist ja nun... Ja, aber es wird ja von einem Schaden ausgerechnet. Puh. So, Moment mal bei bitte. Bei mir macht das tolle 480. Bei mir 443. Was? Die Reittierkraft? Oh. Ja. Die hat bei mir Schadenstärke 800. Dann hast du wohl etwas geabt oder hast ein Pet, ein aber Reittier, ich... was das auch hat. Oh nein, dann hat er ein Arcana-Paket dabei? Ja. Immer. Oh gut. Es war eine schwarze Perle darin. Cool. Ich habe alles dabei, nur nicht das, was ich brauche. Sehr geehrte Frau Händlerin, könnte ich mir diesen magischen Zauberstab ausleihen? Okay. Mein Stab der Wunder! Den darf ich da bestimmt benutzen. Hm? Den gab's damals. Den gab's damals, auch den gab's. Zeit für Wunder! Was ist hier passiert? Ja, das ist der Stab der Wunder! Das ist ein Wunder! Ich wundere mich, warum er tot ist. Nils, ich glaube, wir haben da ein bisschen zu viel gezogen. Ich habe gar nichts gezogen. Ja. Ich Leute, wo kommt der ganze Kind? Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Kann das sein, dass hier jemand ein bisschen in alte Routinen verfallen ist? Wo kommen die ganzen Gegner her? Schatz, bleib stehen. Hier stehen bleiben. Hier stehen bleiben. Sammeln. Oh, himmlisch. Wo kommen die ganzen Gegner her? Okay, weiter geht's. Heilige Scheiße, hä? Dafür ist es lustig. Ja. Auch wenn es nicht erfolgreich ist. Ich find's fast deprimierend. Also warte, nicht zu weit vorlaufen. So, ihr bleibt hier, ich hol her. Okay, hol her. Guter Plan.
Es kommen gleich so viele, okay. was machen wir als erstes mit den... Ich bin tot. Ja, das machen wir als erstes. Frag mich gleich nochmal. Oh. Den kleinen Scheiß, oder? Welchen kleinen Scheiß? Es läuft einfach. Welche Wunder! Ich bin tot, was ist passiert? Zeit für Wunder, hebt mich auf! Zeit für Wunder, offensichtlich! Oh Gott. Oh. Ich hab gleich dazu, ne? Also, ich bin wirklich der Meinung, wir brauchen... Hi, Gwen. Hi. Bequem hier, ne? So ein bisschen. Oh, also ich glaube, das können wir nochmal versuchen, aber... ich glaube, wir brauchen einen Crowd-Controller. Unsere Gruppe ist nicht ausbalanciert. Warte mal, kann ich irgendwas? Ich habe halt kein Crowd-Control, kein wirkliches. Tank. Ich kann versuchen, die Menschen, die zu ziehen, aber ich muss mich halt so viel bewegen. Ganz blöde Frage. Ist es möglich, dass Tipni auf Tank geht, Anna auf Heiler und dann gehe ich mit auf DD? Weil wenn... Ich habe noch nie geheilt, okay, mit denen. Weil wenn Gwen so unglaublich viel Schaden macht... Das wird aber im Equipment liegen, das Gwen vorliegen hat. Die hat doch aber nicht so viel besseres Equipment als ich. Also wenn ich mir angucke... Ich hatte Unglück in den Kisten. Also allein ihre Ikone hat mehr als doppelt so viel Damage als meine. 4.100! Hallo, was hast denn du bitte für ein Lootglück gehabt? Ja, warte mal, mein Symbol hat aber 8.000 Kraft. Das heißt, mein Symbol hat genauso viel Kraft wie ihre Ikone und ihr Symbol zusammen. Aber sie macht mehr Damage als ich. Wie bitte? Sie macht mehr Damage als ich und hat auch noch 5 KGS mehr. Das ist halt unglaublich viel Rüstungsdurchdringung. Ja, das auch. Sie penetriert richtig hart. Ach, richtig, die hat. Penetriert richtig hart. Außer wir sagen, Nils geht auf Tank und ich ziehe bei meiner. Und ich gehe auf meinen CW und ziehe mich auf so 9K rum an. Nee, das ist. Ist auch aber blöd. Auch doof. Was haben wir noch für Optionen? Sag mal. So, können wir noch die Skirmishes machen? Ich könnte mir natürlich Dinge im AH kaufen, die etwa so viel GS haben, wie das, was ihr anhabt. Hallo, meine Frage ist, können wir Meister der Jagd und sowas machen, oder haben wir das schon? Und ich hab's nur vergessen. Haben wir noch nicht. Haben wir wirklich noch nicht. Genau, weil die Skirmishes gehören ja eigentlich auch noch dazu. Könnten wir die auch noch machen? Dass wir da besseres Loot bekommen dann? Ja. Oder zumindest etwas mehr Loot. Ich meine, wir haben jetzt hier aus dem Valindra-Versuch eigentlich nur den Ring bisher gezogen. Ich habe sonst nichts gekriegt. Und die Ikone, die Vicky hat. Stimmt. Aber den Dungeon haben wir nicht geschafft. Das heißt, entweder wir sorgen ihn so lange am Anfang, bis wir besseres Equipment haben, was ja den Sinn von der ganzen Idee hier zerstört. Oder wir versuchen jetzt die Skirmishes. Ja, dann müssen wir die Skirmishes versuchen. Okay. Ja, weil hier kommen wir ja wirklich nur Mobgruppe für Mobgruppe ja. und weiter. Und spätestens beim Boss ist es dann vorbei. Also wir können gerne, ich kann gerne mit meinem CW die ganzen Sachen mal laufen, dass wir den in der Hinterhand haben. Dann probieren wir es das nächste Mal hier in Valindra nochmal. Das ging ja besser als Malabok. Mit dem CW statt dem Paladin. Wir machen jetzt erstmal die Skirmishes und dann sehen wir weiter. Ja. Wie komme ich jetzt hier raus, ohne dass alles explodiert? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!